Der Auftakt ist geglückt. Jetzt geht es das erste Mal auf Reisen. Die Aufsteiger vom 1. FC Köln erwarten uns. Alles zur Partie in der Domstadt. Jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Ja, herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Und heute habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast. Ich begrüße Manuel Akanji. Manuel, schön, dass du hier bist. Ich freue mich. 36 Sekunden waren gespielt am Samstag, als der erste Gegentreffer gefallen ist. Was hast du in dem Moment gedacht und wie sehr ärgert man sich über so einen Treffer im Nachhinein? Ich meine, am Ende ist alles gut gegangen und wir haben klar gewonnen und waren auch das klar bessere Team trotz alledem. Boah, 2, 3 Sekunden. Ja, ich ärgere mich über jeden Gegentreffer, den wir kriegen, aber vor allem noch den gerade im ersten Bundesligaspiel nach so kurzer Zeit. Und mir ging wirklich durch den Kopf genau das Gleiche wie letztes Jahr, als wir gegen Leipzig gespielt haben. Ja, es ist wirklich kein guter Start, aber wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und auch die Fans. Gerade als das Tor passiert ist, sie haben uns weiter angefeuert und so haben wir dann auch weiter gespielt. Also wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben, glaube ich, in der dritten Minute dann schon das 1-1 geschossen und haben weiterhin nach vorne gespielt und ja, so unser Spiel durchgezogen. Das war wirklich sehr, sehr gut und vor allen Dingen, dass der Treffer so schnell gefallen ist nach 3 Minuten. Ja, am Freitag wartet das erste Auswärtsspiel auf euch, allerdings auch auf uns und für dich war das damals, Mando, der Start der Karriere. Es war zwar nicht so lang, nichtsdestotrotz, wir blicken natürlich noch einmal zurück und schauen uns an, was seitdem passiert ist. Die 87. Minute beim letzten Auftritt in Köln. Torschütze André Schürrle verlässt die Partie, für ihn kommt Manuel Akanji. Sein erster Einsatz für den BVB. Seitdem ist viel passiert. In der Innenverteidigung ist Manu gesetzt. Zweikampfstark, technisch beschlagen, manchmal sogar torgefährlich. Ein Abwehrchef, der den BVB schon als Kapitän aufs Feld geführt hat. Wer hätte das gedacht? Damals in der 87. Minute in Köln. Ja, 3 Minuten, zählt das für dich überhaupt so richtig als BVB-Debüt oder ist es das Spiel danach gegen den HSV? Für mich ist es eher das Spiel danach gegen den HSV, weil in 3 Minuten kann man nicht viel machen. Ich hatte, glaube ich, 2 Kopfballduelle oder so, nicht mehr, weil sie halt versucht haben, lange Bälle zu spielen, weil es kurz vor dem Schluss war. Aber für mich war schon das richtige erste Spiel, war das zu Hause hier gegen HSV, was wir dann zum Glück auch gewonnen haben. Es gab auch mal einen Spieler beim BVB, der irgendwann stand es, glaube ich, 0-6 und der kam in der 85. Minute rein, hatte dann auch noch zum Trainer gesagt, meinst du, Trainer, ich würde das Spiel jetzt noch rumreißen? Ja, also ich muss dir ja nur helfen, dass wir das Spiel noch gewinnen. Und das hat ja funktioniert. Kann ich ja irgendwie noch machen. Ich weiß nicht, ob es mein Einfluss war, aber ich habe mein Bestes versucht. Du bist dann direkt auch Stammspieler geworden, hast Verantwortung übernommen. Überrascht dich das jetzt vielleicht so im Rückblick, dass das alles so schnell gegangen ist? Es geht. Also bei mir ging alles in der Karriere danach irgendwie ein bisschen schnell. Also ich habe kurz in der ersten Mannschaft beim FC Winterthur gespielt. Ich war 2,5 Jahre bei Basel, aber ich war knapp ein Jahr davon war ich verletzt. Also es ging alles einigermaßen schnell und darum war ich nicht unbedingt überrascht. Aber ich bin sehr froh und stolz darüber, dass ich das irgendwie so hingekriegt habe. Und ich arbeite das auch viel. Auch, und das auch zu Recht. Das ja. Ist und ich arbeite auch viel daran. Also es kommt auch nicht von nichts. Also ja, ich arbeite auch hart dafür. Jetzt hast du mit Mats Hummel, einen sehr prominenten, erfahrenen Kollegen, dein mit in die Innenverteidigung bekommen. Wie ist der Eindruck von ihm nach 6 gemeinsamen Wochen und wie klappt das Zusammenspiel schon? Ja, so im Training wird das immer durchgemischt. Also wir spielen da nicht immer zusammen, wie das jetzt in den letzten 2 Spielen so war. Aber ich glaube, in den letzten 2 Spielen hat das sehr gut funktioniert mit der Abstimmung und alles. Und ein Gegentreffer in 2 Spielen könnte besser sein, könnte zu 0 sein. Aber ich glaube, zusammen haben wir das wirklich gut gemacht. Wir haben gut verteidigt und wir wollen das weiterhin auch so machen. Privat hat sich bei dir auch einiges getan. Du hast geheiratet, nachträglich nochmal alles Gute. Vielen Dank. Glückwunsch. Wie war die Hochzeit und hat das vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, dass man sich weiterentwickelt oder Dinge im Leben geschehen, die einen weiterbringen? Ja, ich glaube schon auch. Also die Hochzeit zuerst mal war sehr schön. Wir haben alle unsere Freunde hatten wir dabei und es war wirklich ein sehr schöner Tag für uns alle, glaube ich. Und ich hatte das Gefühl, dass die
Zeit reif ist, um zu heiraten. Ich habe mich gut gefühlt, meine Frau, indem sie ja gesagt hat. Aber groß verändert hat sich eigentlich nicht. Aber es ist trotzdem auch eine besondere Situation, sicherlich eine ganz wichtige im Leben eines Menschen. Ne? Ja, sicher, aber ich finde jetzt eigentlich durch die Heirat hat sich nicht groß was verändert. Wir leben weiterhin wie vorhin und nur haben wir jetzt einen Ring am Finger, aber ja, es ist immer noch sehr schön, mit dir zusammenzuleben. Sehr schön. Ja, wir kommen jetzt zu einer kleinen Überraschung für dich, weil wir haben nochmal in die USA gekabelt und einen guten Freund von dir ausfindig gemacht. Okay. Hey Manuel, this is Kenny. Congrats on a great start to the season. Best wishes going forward and talk to you soon. Stay healthy. Ja. Freund. Ja. Kenny Moore. Genau, ja. Ich habe ihn das erste Mal getroffen, als er hier war bei uns. Haben wir ein bisschen geredet und danach sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben und dann habe ich ihn auch während meinem Urlaub in Amerika habe ich ihn auch getroffen, als wir cool in L.A. waren und dann haben wir zusammen Mittag gegessen, waren beim Friseur zusammen und ja, haben eine kurze Zeit miteinander verbracht und es hat auch da Spaß gemacht und jetzt stehen wir immer noch in Kontakt, also ja, freut mich sehr. Macht ja auch Spaß. Es ist, wenn es so über den Teich geht, auch was Besonderes. Ne? Es ist jetzt nicht um die Ecke. Genau, das ist wirklich so und es ist auch was sehr Spezielles für mich, weil ich mich verfolge wirklich die NFL, ich gucke jedem Spieltag gucke ich wirklich die NFL und wenn es irgendwie nicht geht vom Zeitplan her, wenn wir ein Spiel haben oder so, dann gucke ich noch die Highlights nach oder gucke sogar das ganze Spiel nach. Also es ist wirklich cool. Was Spezielles für mich. Ja, Kenny, zur Erklärung, ist Cornerback bei den Indianapolis Colts und mit was kann man seine Position beim Fußball so am meisten vergleichen oder am besten vergleichen? Ich würde sagen Außenverteidiger fast, weil das sind die außen verteidigen gegen die Wide Receiver, die auch von eigentlich die Wide Receiver sind eigentlich so quasi wie die Flügelspieler und sie verteidigen gegen die Flügelspieler, also sind das eigentlich so fast wie die Außenverteidiger. Kann man so irgendwas von der NFL zum Fußball ableiten, dass man sagt, wow, das ist so? Ja, ich finde es eigentlich ein bisschen schwer, weil das Spiel wird immer wieder unterbrochen, es hat eigentlich keinen großen Spielfluss. Das macht bei uns der Schiri auch. Wie? Macht bei uns der Schiri auch. Ja, das ist wirklich so. Aber man kann den Angriff immer wieder neu planen, man kann neue Spielzüge machen, alles und so. Klar, das können wir irgendwie auch machen, aber es wird immer durch den Trainer oder den, der den Quarterback die Spielzüge weitergibt. Also es wird immer, ich finde es schon sehr unterschiedlich, also es ist ähnlich zu vergleichen miteinander, aber ja, mir macht das auch sehr Spaß, das zu verfolgen. Jetzt konzentrieren wir uns natürlich auf das Spiel morgen. Es geht gegen den 1. FC Köln. Da treffen auch zwei große Freunde aufeinander und wir haben mit beiden vorab gesprochen. Axel Witzel und Anthony Modest, zwei Freunde, die nahezu alles voneinander wissen. Aber gehört das deutsche Liedgut samt Anthony Modest zum auch dazu? Yes, I know, of course I know. It's everywhere, not only in Germany, in Spain, Marbella, Mallorca. It's crazy. I think even here in the dressing room, I think one time Holly Weigels put the song. Und Modest lässt es sich nicht nehmen, seinem BVB-Freund noch eine persönliche Strophe zu widmen. Wer gibt Axel den Rest? Anthony Modest. Aber typisch Witzel. Angriff abgefangen und direkt den Konter eingeleitet. Wer weiß, Axel ist the best, Anthony Modest. Wer recht behält? Die Antwort am Freitag, 20.30 Uhr. Ja, Toni Modest, das wird morgen dein Gegenspieler sein. Und wie läuft eigentlich so die Vorbereitung auf kommende Gegenspieler ab? Gibt es überhaupt eine spezielle Vorbereitung auf den Typ Toni Modest jetzt zum Beispiel? Nee, also für mich gibt es eigentlich nicht eine spezielle Vorbereitung. Klar können die einen Spieler das eine besser und das andere, aber man darf, ja, wie soll ich sagen, wenn einer besser im Kopfballduell ist, darf man auch nicht sein Dribbling unterschätzen. Also es kann immer wieder mal was passieren, also muss man auf alles gefasst sein. Axel hat mir nur gesagt, er darf kein Tor machen und das ist natürlich auch ein größtes Ziel und ich versuche das auch. Das ist auch das, weil er wahrscheinlich sonst... Ja, er provoziert ihn dann ein ganzes oder sicher ein halbes Jahr lang, hat er ihm gesagt, also darum... Soll ich das nicht zulassen? Ich werde mein Bestes versuchen. Das ist natürlich gut. Untereinander Prämien aussetzen macht natürlich Sinn. Ne? Das ist gut. Genau. Ich kann noch ein bisschen was fordern von Axel.
Vielleicht noch ein Wort zu Axel. Axel ist jetzt auch ein gutes Jahr hier bei uns. Welchen Einfluss hatte er deiner Meinung nach so auf die Mannschaft und auch vor allen Dingen vielleicht so neben dem Platz? Ja, ich glaube, er hat einen sehr großen Einfluss auf die Mannschaft. Das heißt, auf und neben dem Platz, also er übernimmt viel Verantwortung auf dem Platz. Vielleicht ist er nicht der, also er ist nicht der, der große Ansprachen hält, alles oder so, aber er geht voran mit seinen Leistungen und versucht so wirklich uns immer zu helfen. Und für uns Innenverteidiger ist es auch sehr wichtig, er gewinnt viele Zweikämpfe vor uns und versucht auch immer die Bälle von uns abzuholen und sie weiterzugeben. Und ja, ist halt ein Spielmacher bei uns im Mittelfeld und das ist sehr wichtig Leader. Für uns. Also irgendwie, genau. Man hat schon so das Gefühl, dass er das jetzt nicht macht, weil er glänzen will, sondern weil er einfach auch der Mannschaft bleibt. Ja. Duelle in Köln waren in der letzten Zeit immer, also bei den letzten Spielen, so Last-Minute-Spiele oder Last-Minute-Siege. Ist dir sowas eigentlich lieber als so ein 5-1-Sieg? So in der letzten? Mir auch nicht. Beim Netradio kriege ich mal eine Herzattacke. Klar, es ist ein gutes Gefühl am Ende vom Spiel, aber ich habe lieber, wenn das Spiel zu unseren Gunsten schon früher entschieden wird. Das geht uns, glaube ich, allen so. Ne? Also, das war schon schön letzte Woche. Also könnt ihr wieder machen. So, jetzt kommen wir Zweikampf, Nobby gegen Manuel. Tor oder kein Tor gibt es diesmal. Wir müssen entscheiden, ob der Treffer ins Tor geht oder der Ball ins Tor geht oder vielleicht daneben oder gegen die Latte oder drüber. Und jetzt schon der Hinweis wieder, wir brauchen von euch Szenen. Jede Menge Szenen, die wir hier bei unserem Feiertagsmagazin verwenden können. Bei jedem Raten wird eine Szene von euch genommen. 3, 2, 1. Oh nein! Siehst du es, ja? 1-0. Drei, zwei, eins. Ach, das ist auch schwer. Der geht wirklich rein. Drei, zwei, eins. So, jetzt kommt der, kommt der Ausgleich. Also wenn der reingeht, dann weiß ich auch nicht. Ja, warte. Dann? Ja, dann hätte das wie diesen Puskas erwartet. Ich dachte, das kommen da müssen. Kommt man essen oder irgendwas. Hätte das schon irgendwo gesehen. Oh, schade. Was sind das denn für Szenen da? Ich hab's dir gesagt. Weiterhin im Rückstand, 2-0 gewonnen. Nur nochmal fürs Protokoll, Manuel Akanji, bitte am 22.08.19 zum letzten Mal eingeladen. Ja, ich habe verloren. Ich bin ein guter Verlierer. Also Glückwunsch. Dankeschön. Das war eine Frechheit. Der hat gerade gefragt, ist das schon aktualisiert? Das steht 5-2. Das ist doch schlimm genug. Ja, wer weiß, was du alles geboten hast in der letzten Zeit. Das Bild haben wir letzte Woche gemacht, Paco und ich. Wunderbar, wir haben eben auch schon eins gemacht, beziehungsweise wir machen gleich eins. Und das könnt ihr ab sofort ersteigern bei uns, zugunsten unserer wunderbaren Stiftung, dieses Bild. Ich muss ja auch noch unterschreiben, oder? So. Ja, 5-2. Ich werde an mir arbeiten. Manuel wird nicht mehr eingeladen, Paco auch nicht mehr. Bald sitze ich hier nur noch allein. Na, so weit lassen wir es natürlich nicht kommen. Also, wenn ihr Szenen habt, bitte an zweikampf@bvb senden, damit wir sie euch zeigen können, beziehungsweise ich sie erraten muss und meine Gäste erraten müssen. Ja, das war es heute schon vom Feiertagsmagazin. Wir drücken natürlich die Daumen, dass ihr morgen den ersten Auswärtssieg einfahrt. Wer in Köln ist, drückt dort die Daumen. Wer vom Fernseher ist, auch. Und wer Netradio hört, auch. Also wir drücken alle die Daumen. Im Prinzip kann nichts schief gehen. Vielen Dank, Manuel. Schön, dass du hier warst. Nochmal Glückwunsch zum Sieg. Morgen der nächste Sieg. Und die Welt ist in Ordnung. Tschüss, macht's gut. Das war's, euer Nobby. Und Dankeschön.